Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Seit19.8TV. Wir melden uns erstmals direkt aus dem Trainingslager unserer Schwarz-Weißen. Und weil heute Sonntag ist, haben wir einen wahrhaften Gott zu uns, bei uns im Interview. Zwei Leute haben diesen Titel in den letzten Jahren verdient. Der eine war der Geier Friegert, unser Fußballgott, und der andere unser Zeugwartgott, der Klaus Fischl. Und einmal dürft ihr jetzt raten, bei wem wir sind. Die Schuhe habt ihr schon gesehen. Herzlich willkommen zurück, lieber Klaus. Hallo, servus, grüß dich. Dein Comeback ist ja total überraschend gekommen, zumindest für uns alle unerwartet. Wie hat sich das ergeben? Ja, der kleine Gerd hat mich angerufen, ob ich nicht wieder zurückkommen will, als Zeugwart. Und ich habe mich dann entschieden und das ist dann relativ schnell gegangen. Es war ja damals dein Abgang auch eigentlich relativ überraschend und über Nacht, so wie jetzt dein Comeback. Was zeichnet dich denn ganz besonders aus als Zeugwart? Weil jetzt ist mit dem Markus Blutsch ein junger, vielversprechender Mann geholt worden und mit dir eindeutig ein Routinier. Ja, was mich auszeichnet, das ist das, glaube ich halt. Wie sie sich gehört, ist ein gutes Stichwort. Da jetzt am Trainingslager wahrscheinlich ganz besonders viel zu tun. Wie schaut denn der Trainingslager aus? Ja, zuerst einmal in der Früh frühstücken mit der Mannschaft. Dann anschließend wird das Zeug ausgegeben. Und Training, dann zurück, wieder neues Zeug ausgegeben. Das alte zum Waschen, Mittagessen, wieder Training. Und halt dann am Abend wieder das Gleiche und dann so gegen 8, 9 Uhr ist dann für mich, dann habe ich frei dann. Ich wollte gerade nachfragen, weil Mittagabend ist jetzt erledigt, es ist jetzt 8:30, für heute nichts mehr zum Tun oder schon nur ein bisschen was, weil heute Spiel war? Naja, es kommt darauf an, also wenn ich die Wäsche zurückbekomme, gewaschen, das ist der einzige Vorteil da. Und dann muss ich dann selber entscheiden, ob ich heute noch das Ganze aufteile oder erst morgen in der Früh. Du bist vor 5 Jahren, glaube ich, in etwa weggegangen vom LASK. Das heißt, du warst damals ja auch Zeugwart, wie der LASK aufgestiegen ist in die Bundesliga, oder? Ja, genau, das war, genau so war es. Ja. Somit wahrscheinlich jetzt ein gutes Zeichen, bist du auch ein bisschen als Maskottchen zurückgeholt worden, damit jetzt der Aufstieg endlich gelingt wieder. Ja, ich weiß nicht, ich hoffe schon, dass es so ist. Das hoffen wir auch. Vielleicht möchtest du irgendwem daheim liebe Grüße ausrichten oder so. Es schauen mit Sicherheit tausende Leute unserer Geschichte. Lach nicht, das stimmt wirklich. Ja. Nein, ich glaube das ja. Ja, alle die, was wir kennen, dann schönen Gruß von mir und von der Türkei, vom Trainingslager. Ne? Und das sind sehr, sehr viele, die den Klausi kennen. Wir sagen danke und gute Nacht für heute. Und nicht vergessen, schaut regelmäßig rein auf seit19.8.at. Wir liefern sicher noch jede Menge die Wochen. Danke, gute Nacht und viel Spaß beim Super Bowl-Finale.